Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zaff, zu einer neuen Review. Und zwar, da wir ja aktuell in der Oscar-Season sind, werde ich mich hauptsächlich jetzt erstmal um die Oscar-Filme kümmern. Und ich sagte letztens, Arrival kommt, aber ich habe dann gestern Abend doch noch es geschafft, in die Kinovorstellung zu Hacksaw Ridge nochmal zu kommen, damit ich den Film nochmal in Erinnerung rufe, denn ich habe ihn, ich glaube, im November 2016 mal gesehen und konnte mich nicht mehr so gut an manche Details erinnern. Deswegen bin ich gestern nochmal reingegangen, habe ihn mir nochmal angeguckt und jetzt nehme ich die Review auf. Hier also meine Kritik zu Hacksaw Ridge, aber erst nach dem kurzen kleinen Trailer. Wieso die Verzögerung, Captain? Wir warten, Sir. Warten worauf? Auf den Soldaten Doss. Wer zum Teufel ist Soldat Doss? Ich habe immer davon geträumt, Arzt zu werden, aber ich konnte nicht auf zur Schule. Ich kann nicht hierbleiben, während alle anderen für mich kämpfen. Dachtest du, dieser Krieg passt so ohne weiteres zu deinen Idealen? Während alle anderen Leben nehmen, werde ich Leben retten. So werde ich unserem Land dienen. Das ist ein Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten, gebaut, um dem Feind den Tod zu bringen. Es tut mir leid, Sergeant, ich rühre keine Waffe an. Sie töten nicht. Nein, Sir. Im Krieg wird getötet, das wissen Sie. Soldat Doss glaubt nicht an Gewalt. Er ist also nicht der Kamerad, der Sie auf dem Schlachtfeld retten wird. Dein Thema ist nicht Religion, sondern Feigheit. Ich habe mich in dich verliebt, weil du anders als alle anderen bist. Die können dich dafür ins Gefängnis sperren. Wie soll ich weiterleben, wenn ich dem, woran ich glaube, nicht treu bleibe? In einer Welt, die so sehr auseinanderbricht. Es scheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so schlecht zu sein. Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen. Ich schaff dich hier raus, Mann! Das müssen Sie sich ansehen. Wer hat das getan? Doss, der Feigling. Wir müssen morgen wieder darauf. Und ohne Sie werden die Männer das wohl nicht tun. Hilf mir! Du musst mir vertrauen. Wehe, du kommst nicht zu mir zurück. Bitte, oh Herr, hilf mir noch einen zu retten. Hilf mir noch einen zu retten. Hacksaw Ridge ist ab 16 Jahren freigegeben, geht 139 Minuten und ist ein Kriegsdrama, was ab dem 26.01.2017, tut mir leid, in den deutschen Kinos läuft, und wir haben hier ein richtig großes Star-Aufgebot. Zum einen der Ex-Spider-Man Andrew Garfield, der so aufspielt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich habe letztens 99 Homes gesehen, wo er auch wirklich brilliert hat. Aber das hier ist wirklich, wirklich Königsklasse. Das war echt hervorragend. Da kann man nichts mehr zu sagen. Andrew Garfield macht hier seinen Job perfekt und hat zu Recht die Oscar-Nominierung bekommen. Ich glaube aber nicht, dass er sie gewinnen wird. Außer die Academy sagt so, sie möchten das ehren, was dieser richtige Mann getan hat. Und dann würde er vielleicht den kriegen, aber ich glaube eher weniger. Auf der anderen Seite haben wir noch Vince Vaughn als Sergeant Howell, den ich ehrlich gesagt ein bisschen fehlbesetzt finde. In der ersten Hälfte kann ich ihn als wütenden, arschigen Sergeant nicht wirklich ernst nehmen. In der zweiten Hälfte im Kriegsgebiet finde ich ihn da schon viel besser. Also das ist so zwiegespalten, finde ich halt nicht so gut. Da hätte man sich einen charismatischeren Charakter nehmen können. Wenn wir jetzt beispielsweise an Full Metal Jacket von Stanley Kubrick denken, da war es ja auch ein anderer Schauspieler und der hat halt auch wirklich kantig ausgesehen und so, als ob er die gleich die Fresse poliert. Das ist Vince Vaughn irgendwie so ein gar nicht. Deswegen irgendwie komisch. Dann haben wir noch Sam Worthington, den Schauspieler aus Avatar. Der ist okay. Der ist halt ein Film dabei. Der ist okay. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht gut. Das ist ganz okay. Und dann haben wir noch Theresa Palmer, die Dorothy Shuttle spielt.
Und zwar ist das die spätere Frau von Desmond Doss, den Andrew Garfield spielt. Die macht das sehr gut, die passen perfekt zusammen. Das ist eine schöne Chemie zwischen den beiden. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht zu kitschig, außer an einer kleinen Stelle, wo die sich mit dem Hochzeitsding da, das ist ein bisschen schräg. Da muss ich schon sagen, das ist ein bisschen weird gewesen, sich das anzusehen. Aber im Großen und Ganzen eine ganz gute schauspielerische Leistung, vor allem von Theresa Palmer und halt Andrew Garfield, der zu Recht dafür die Oscar-Nominierung bekommen hat. Aber damit ihr mir auch glaubt, dass er eine Oscar-Nominierung gekriegt hat, zeige ich euch jetzt mal eine kleine Szene aus dem Film. Was soll ich tun, sag's mir. Ich verstehe nicht. Ich kann dich nicht hören. Ich finde diese schauspielerische Leistung von Andrew Garfield in dem Film wirklich herausragend und hoffe, dass, wenn ich Silence sehe, er auch genauso aufbrillieren kann oder vielleicht sogar noch mehr, weil ich glaube, dass Martin Scorsese aus einem Schauspieler mehr rausholen kann, als ein Mel Gibson es bei Hacksaw Ridge getan hat. Deswegen finde ich zum Beispiel die Nominierung verwunderlich, dass er eher für Hacksaw Ridge nominiert ist als für Silence. Und dass auch Liam Neeson nicht mal nominiert ist für beste Nebendarsteller für Silence, finde ich schon irgendwo komisch. Aber das ist auch was anderes. Hier finde ich es gut, dass er nominiert ist. Egal für welche Rolle, ich freue mich. Ich mag den Schauspieler sehr gerne. Ich mochte auch die beiden neuen Spider-Man-Filme mit ihm, wenn ich ehrlich bin. Und den zweiten sogar mehr als den ersten. Von daher, ich freue mich für den. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr ins Tiefere, und zwar die Geschichte. Ich finde, dass Hacksaw Ridge auf der einen Seite unfassbar emotional ist. Das ist die zweite Hälfte des Films. Da, wenn sie im Kriegsgebiet sind, wenn er diese 75 Menschen rettet, ganz alleine auf dem Schlachtfeld, dann sieht das handgemacht aus. Das sieht wirklich gut aus. Du fieberst mit dem Charakter mit, und das ist sensationell. Keine einzelne Sekunde ist da wirklich schlecht. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, wo ich einen Punkt abzugebe, ist der sofortige Cut zwischen Lager, also zwischen Training und Kriegsgebiet. Der geht mir ein bisschen zu schnell. Und das finde ich etwas schade. Das war auch bei Full Metal Jacket damals leider so. Das fand ich auch ein bisschen blöd. Hier ist es aber leider so, dass die ein bisschen reden und dann geht's halt los. Dann geht's richtig gewalttätig ab. Menschen werden abgemetzelt auf einem Kriegsfeld, und das ist unvorstellbar brutal. Das sieht heftig aus. Das ist krank, wie Köpfe, wie Körperteile, wie Menschen komplett auseinandergesprengt werden. Da wundere ich mich noch, dass Hacksaw Ridge überhaupt eine 16er Freigabe hat. Das ist schon ganz, ganz, ganz nah an der Grenze dran, aber es zeigt nun mal auch leider, wie Krieg ist. Und wie wir aus Fallout ja gelernt haben, Krieg bleibt immer gleich. Und so ist das halt leider. Aber wie gesagt, ich finde die erste Hälfte in dem, also die ersten 10, 15, 20 Minuten in dem Kriegsgebiet finde ich halt ein bisschen zu lang. Das zieht sich, das ist mir zu brutal, das ist mir zu gewalttätig, das ist nur ein Dauergeballer und Gemetzel, was ich nicht so toll finde. Deswegen gibt es da definitiv einen Abzug. Aber dann wird es halt wirklich emotional, dann wird es stark, dann sieht man, was Andrew Garfield kann.
was die Geschichte dieses Mannes ist, was er geleistet hat und wie großartig dieser Mut ist, den er gezeigt hat. Natürlich gibt es da auch viel Pathos in dem Film, aber das ist irgendwie Nebensache. Mir ist das sehr in den Hintergrund gerückt, als ich diesen Film gesehen habe, und ich habe mich halt wirklich auf Desmond Doss konzentriert, was er geleistet hat, wie großartig er war, wie er 75 Menschen das Leben rettete. Das ist echt, echt hervorragend, und da zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt. Viel Spaß damit. Wir sind an der Kante, Eric. Halt euch, dort haben wir gerade zum Beispiel in dem Trailer gesehen, wie Desmond Doss einen seiner Kameraden gerettet hat. Und das macht er halt wirklich immer und immer wieder in dem Film. Und das ist echt emotional, wie überall die Asiaten auf dem Kriegsfeld rumrennen und nach Überlebenden suchen, um sie zu töten und abzuschlachten. Und Desmond versucht immer wieder, trotz dieser Gefahr, diese Leute zu retten. Und das überträgt sich auf den Zuschauer. Und das macht unvorstellbaren Spaß. Das ist handgemacht, das ist hart, das brennt sich in den Kopf ein, manche Szenen. Und das ist herzergreifend geworden. Das, was mich aber auch noch stört, ist das Ende des Films. Das ist mir ein bisschen zu überdreht, zu überladen. Das hätte ich nicht so inszeniert. Das passt auch irgendwie nicht zum Rest des Filmes, wie ich finde. Das gibt auch nochmal Punktabzug leider. Das war auch schade. In der zweiten Hälfte stellt sich halt Hexorich echt selber ein Bein. Und das ist blöd. Aber kurz vorm Ende gab es nochmal eine Sequenz mit Sam Worthington, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Damit bitte sehr. Ich habe in Ihnen nur eine Bohnenstange gesehen. Wusste nicht, wer Sie sind. Sie haben für unser Land mehr geleistet, als auch nur irgendjemand hätte leisten können. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so in einem Menschen getäuscht. Ich hoffe, eines Tages können Sie mir verzeihen. Wir müssen morgen wieder rauf auf den Kamm. Mir ist bewusst, dass morgen Ihr heiliger Sabbat ist. Die meisten der Männer hier glauben nicht auf die gleiche Art wie Sie. Aber sie glauben aus tiefster Seele an den Glauben von Desmond Doss. Was Sie da oben auf dem Kamm geleistet haben, war nahezu ein Wunder. Und die wollen Teil davon sein. Ohne Sie werden die da nicht raufgehen. Wir warten, Sir. Warten? Worauf? Darauf, dass Soldat Doss sein Gebet für uns beendet. Soldat Doss betet also für Sie. Wer zum Teufel ist Soldat Doss?
An die Arbeit. Jetzt haben wir aber viel über die zweite Hälfte in dem Film geredet. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr über die erste Hälfte sprechen. Dort wird der Werdegang von Desmond Doss erzählt, erst als Kind, wo er fast seinen Bruder getötet hat. Und wie er älter wird und wie er immer Arzt werden möchte und dem Land dienen möchte. Denn nachdem es passiert ist mit Pearl Harbor, haben sich viele Leute eingeschrieben, um für ihr Land zu kämpfen. Und das möchte auch Desmond Doss tun. Nur, er glaubt an Gott und glaubt daran, dass er keinen Menschen töten möchte und darf. Und deswegen rührt er keine Waffe an. Als er sich dann aber einschreibt bei der Army und die dann rauskriegen, er rührt keine Waffen an, wird er vors Kriegsgericht gestellt, von dem aber genannt wird, dass er in den Krieg reisen darf, ohne eine Waffe zu tragen. Das ist das große Ding. In der ersten Hälfte dieser Kampf von Desmond Doss, während der Ausbildung, was er für Qualen und Folter durchmachen musste, von seinen Kollegen, die dabei sind, das war extrem, wie sie ihn getriezt haben, wie sie ihn versucht haben rauszuekeln. Das ist schon hart, das ist hart in Szene gesetzt, macht aber Freude, sich das anzusehen, weil du halt immer mit, weil immer dieses Ziel mitschwingt. Er möchte es schaffen. Es gibt immer ein Ziel. Halt durch und es geht, wenn man es nur richtig will. Und das ist herzergreifend schön gemacht. Es gibt ein bisschen Kitsch-Momente, wenn er mit seiner Frau da zugange ist in dem Film. Aber das ist wegsteckbar, das ist nicht schlimm. Die erste Hälfte hat mir in dem Film tatsächlich sogar mit am besten gefallen. Das ist herzergreifend, das war großartig gespielt, super in Szene gesetzt. Und wäre der ganze Film in der ähnlichen Stimmung, weil der switcht halt ab der Mitte in dem Kriegsgebiet, switcht er die Stimmung halt extrem, wäre der Film von der Art und von der Stimmung her genauso, dann wäre es ein absolutes Meisterwerk gewesen. So ist es aber ein wirklich herausragender Kriegsfilm gewesen, den ich sehr lange so in der Art nicht mehr gesehen habe. Ich habe leider keine Szenen gefunden von dem Anfang des Films. Wenn doch, dann werde ich es jetzt hier einblenden. Sag ihm, you don't fight. You think you're better than us? No. But what if he was attacked? Huh. Whoa! Say it like that. Bible says to turn the other cheek, don't it? Yeah, see, I don't think this is a question of religion, fellas. I think this is cowardice. Plain and simple. Is that right, Doss? Well, go on. Take a poke! Tell you what, I'm gonna give you a free shot. Huh? Right there. Hit me, Doss. Go on. Let him have it. Go ahead. No? So, ich habe doch noch eine Videodatei gefunden, ist aber Englisch, tut mir leid. Trotzdem, das könnt ihr euch vielleicht zeigen, wie das am Anfang halt abläuft. Ich hätte noch ein anderes gefunden, das war aber qualitativ leider nicht so hochwertig. Deswegen musste ich gucken, dass ich da was vom Presseserver doch noch irgendwie kriege oder die anschreibe, dass ich was kriege. Ging auch relativ schnell, also danke mal kurz dafür. Jetzt möchte ich aber so langsam endlich mal zu meinem Ende kommen. Das Video geht jetzt von fast 20 Minuten, deswegen kommen wir mal zum Ende. Ich möchte sagen, dass Hacksaw Ridge wirklich ein guter Film geworden ist. Ich finde es komisch, dass der Film nominiert ist in der Kategorie Bester Film. Da hätte ich ihn nicht nominiert. Da sehe ich auch bei den Sachen, die nominiert sind, nicht die geringste Chance eigentlich. Kategorien wie Bester Hauptdarsteller, Bestes Skript oder so. Oder besser Tonschnitt, das ist alles sowas, da kann man sagen, ja, das ist gut. Da finde ich gut, dass sie nominiert sind. Der Hacksaw Ridge wird aber, wenn wir realistisch sind, keine Chancen haben. Gehen wir jetzt aber mal von den Oscars weg und ich sage, wie ich den Film finde. Die erste Hälfte, die Ausbildung als Soldat und dieses, wie das vors Kriegsgericht gestellt wurde, ist emotional. Es ist spannend, es ist gut und das ist für mich, wie ich finde, der beste Part an dem ganzen Film. Diese erste Stunde brennt sich auch in den Kopf und lässt einem nicht mehr los und hat einen Flair, der ist nicht so richtig nachzumachen. Dann fällt der Film leider
massiv ab, weil der 20 bis 30 Minuten halt nur ein Geballer ist, ohne eine Pause. Und das ist mir halt zu viel gewesen. Das war zu war mir sogar etwas zu brutal und konnte mich da nicht mehr wirklich drauf konzentrieren. Dann hat der Film wieder einen richtigen Bogen nach oben gemacht, als Desmond Doss diese 75 Menschen das Leben rettete. Und das ist so großartig gefilmt und hat einen Eindruck hinterlassen, den ich bei einem Kriegsfilm selten hatte. Ich bin ja eigentlich kein so großer Kriegsfilm-Fan. Aber hieran werde ich mich wirklich immer wieder erinnern, wie ein Mensch nacheinander darunter gelassen hat. Nacheinander, Minute für Minute. Das ist ein der helle Wahnsinn, was der Mann geleistet hat. Und das ist großartig. Das Ende hat es mir ein bisschen noch kaputt gemacht. Das gibt es halt auch noch Punktabzug. Das war mir ein bisschen cheesy. Das hat mir zum Rest des Films einfach so gar nicht gepasst. Und deswegen werde ich jetzt auch auf eine Wertung kommen und gebe dem Film als Kriegsfilm, da er mir ein bisschen Pathos mit drin hat, da mir dieses geballerte Verhalten tatsächlich zu viel ist. Er ist ein guter Kriegsfilm, aber er ist, wie ich finde, ein besseres Drama als ein Kriegsfilm. Deswegen gebe ich dem Film nur 7,5 von 10 möglichen Punkten im Genre. Insgesamt finde ich ihn deutlich besser. Diese 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten, wo es nur geballert wird, das kann man irgendwo noch verkraften. Denn der Film hat mehr positive Sachen, als er negative hat. Die erste Hälfte ist großartig. Diese Rettung der Menschen ist großartig. Das Schauspiel von Andrew Garfield ist hervorragend. Und die Chemie zwischen Theresa Palmer und Andrew Garfield ist auch super gut. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als dem Film eine 8,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt zu geben. Und eine klare Empfehlung, sich den Film im Kino anzusehen. Man kann ihn sich natürlich auch auf DVD und Blu-ray ansehen. Aber ich glaube, wegen dem Sound im Kino macht es dort viel mehr Sinn, diesen Film zu sehen, weil sich das dann mehr auf den Zuschauer auswirkt. Also 8,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Ich hoffe, euch hat die Kritik gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es mittlerweile, dass ich versuche, die Kritiken länger zu machen und euch mehr zu zeigen und euch mehr zu sagen, wieso ich diese Sachen gut und warum ich diese Sachen schlecht finde. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und zum Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.